Barrientos, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die Gedenkstunde ist vorbei und wir gehen zur Tagesordnung über. Nicht alle, Gott sei Dank. Und da bin ich wirklich dankbar für. Ich selber schaffe es nämlich nicht. Mir sitzt die Gedenkstunde noch in den Knochen. Und da das so ist, kann ich nicht anders, als zu sagen, dass Kultur, dass wir ohne Kultur, und zwar ohne Kultur in ihrer Vielfalt, in ihrer Buntheit, an allen Orten, in Schulen und Theatern, auf den Straßen und in den Clubs, in der Stadt und im ländlichen Raum, dass wir ohne all das Gefahr laufen, unsere Kultur zu verlieren. Weil unsere Kultur nur ist, wenn sie Humanismus beinhaltet und Offenheit. Kultur rettet man nicht, indem man sie in einen nationalen Käfig sperrt. Damit zerstört man Kultur. Ich sagte schon, mir sitzt die Gedenkstunde noch in den Knochen. Und ich erlaube mir, ein Gedicht von Leander Sukow zu lesen, zur Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Und Tana Berghausen ward erschlagen vor den Augen auch ihrer Eltern im Viehwaggon in Auschwitz-Birkenau. Da war sie ein Jahr alt. Ruben Bär aber erstickte, als sich die Blausäure des Zyklon B in sein Blut legte. Da war er 5 Jahre alt. Und Alma Rosé strich über die Saiten ihrer Violine im Mädchenorchester von Auschwitz, wie eine streicht voll Angst über das Antlitz ihrer Peiniger. Ruth Rehwald aber mag gesprochen haben zu Janko, dem Jungen aus Mexiko, als das Gift aus der Dessauer Zuckerfabrik ihr den Atem nahm. Und Sidonie Adlersburg mag geschrien haben nach ihren beiden Müttern und dem Vater, als sie ins Gas ging in Auschwitz. Da war sie 10 Jahre alt. Und die 40 Kinder aus der St. Josef-Pflege, missbraucht schon im Heim, aus allen Heimen in die Wolken gestiegen in Auschwitz, bis auf 4. Sie hinterließen ein Foto und Rauch. Und Anne Frank hinterließ ein Tagebuch. Und sie starb nur Tage, bevor befreit wurde das Lager Bergen-Belsen. Hannah Brady aber ließ einen Koffer zurück bei den Lebenden, als die Mörder sie ins Gas stießen. Da war sie 13. Und mit ihnen 6 Millionen. Und mit 6 Millionen 50 Millionen vom Hafen des Lebens in das Meer des Todes. Ach, Esther Bejarano, sing uns die Lieder. Ach, Hugo Höllenreiner, schreib auf das Grauen. Ach, Soldaten der 322. Infanteriedivision der 1. Ukrainischen Front, euch danken 7.200 und wir, denen Zahl mehr ist als Nummer. Frau Kollegin Barrientos, herzlichen Dank. Als nächstes spricht zu uns der Kollege Michael Frieser, CDU-CSU-Fraktion.